Willkommen bei unserem Geldspezial KMU. Wenn eine Firma einen grösseren Auftrag überkommt, verlangt sie vom Kunden in der Regel eine Anzahlung. Das kennen wir alle, auch als Private, wenn wir spezielle Möbel kaufen oder jemandem einen grösseren Handwerkerauftrag erteilen. Mit dem Geld kann die Firma das Material posten und einen Teil der Löhne zahlen. Der Kunde aber geht mit seiner Anzahlung ein Risiko ein. Wenn nämlich die Waren nicht oder nicht gemäss Vertrag geliefert werden, ist es schwierig, dass man sein Geld zurückbekommt. Darum verlangen viele eine sogenannte Anzahlungsgarantie. Das ist eine Garantie zum Beispiel von einer Bank, dass man im schlimmsten Fall das Geld zurückerstattet bekommt. Warum so Garantien für KMU können sehr wichtig sein, zeigen wir in unserem heutigen KMU-Porträt von der Goldacher SSC, wo auf die Entwicklung und Produktion von Systemkomponenten für Schienenfahrzeuge und Innenausbaulösungen spezialisiert ist. Wir sind in der Branche Schienenfahrzeug-Zulieferant tätig. Wir liefern Systemkomponenten für diverse Schienenfahrzeughersteller, unter anderem Gepäckablagen, Seitenwandtisch, Trennwände, eigentlich alles, was man sich im Zug vorstellen kann. Die Firma ist 1996 gegründet worden. Wir haben zurzeit 35 Mitarbeiter. Wir haben eine grosse Konstruktionsabteilung, wo wir die Produkte optimal konstruieren. Die Firma SSC hat keine eigene Produktion in dem Sinn. Wir konstruieren alles selber und optimieren es kostentechnisch und lösen es dann bei einem Lieferanten fertigen, der irgendwo in Europa sitzt. So können wir das Produkt am besten kostentechnisch eigentlich herstellen lassen und sind so auch wettbewerbsfähig auf dem Markt. Anzahlungsgarantien sind für die SSC enorm wichtig, weil durch das müssen wir unsere Liquidität nicht schmälern. Wir können bedingt durch die Anzahlungen können wir unsere Technik und unsere Montage eigentlich aufrechterhalten und laufen so nie in Liquiditätsschwierigkeiten. Erfüllungsgarantien brauchen wir sehr häufig, vor allem für unsere grossen Kunden. Die verlangen bei den Projekten oftmals Erfüllungsgarantien als Absicherung, damit wir einfach unsere Produkte so liefern, wie wir es auch versprochen haben. Zum Glück haben wir bis jetzt eigentlich eine Erfüllungsgarantie noch nie müssen ziehen. Auch eine Anzahlungsgarantie hat immer verhebt. Es ist aber gut, wenn man es einfach hat. Es ist für uns gut, es ist auch für den Kunden gut. Es gibt einfach eine Sicherheit. Der Beitrag zeigt, mit einer Anzahlungsgarantie kann ein KMU gegenüber seinen Geschäftspartnern mehr Sicherheit bieten und schafft so mehr Vertrauen. Ich begrüße jetzt Thomas Bodemann, Teamleiter Finanzierungen bei der Acrevis Bank St. Gallen. Ja, wie funktioniert so eine Anzahlungsgarantie genau? Ja, wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen und vorgängige Anzahlung möchten, kann es durchaus sein, dass Ihr Kunde dafür eine Garantie verlangt. Diese Garantie verlangen Sie dann bei Ihrer Bank. Damit sichert sich der Kunde ab, dass Sie, wenn Sie die vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen, er wieder sein Geld zurückbekommt. Wann ist denn die Nutzung von einer Anzahlungsgarantie für ein KMU sinnvoll? Ja, gerade bei Anzahlungen für grössere Vorleistungen macht das durchaus Sinn. Wie wir auch im Beitrag gesehen haben, ist das sehr wertvoll für die Liquiditätsschaffung. Nämlich, bevor überhaupt der Auftrag ausgeführt werden kann, verfügt man über die liquiden Mittel. Andererseits hat natürlich der Kunde wieder eine Sicherheit in der Hand. Jetzt gibt es ja nebst der Anzahlungsgarantie, wie wir im Beitrag gesehen haben, auch noch die Erfüllungsgarantie. Was hat die für einen Zweck? Ja, die sichert allfällige Garantieansprüche für Werk- und Arbeitsleistungen ab, wie zum Beispiel aus Verzögerungen oder mangelhafter Lieferung. Sie wird meistens zwischen 5-20% als Garantiesumme vom Gesamtpreis dann abgeschlossen. Wer sollte denn so eine Erfüllungsgarantie sinnvollerweise nutzen und wie soll man da vorgehen? Ja, klassischerweise wird sie in der Baubranche sehr oft genutzt, aber auch in der Industrie, im Handel, im Gewerbe oder auch im Import- und Exportgeschäft. Das sollte man gerade nutzen, dass man sichergestellt hat, dass der Anbieter seine vertraglichen Verpflichtungen auch nachkommt. Auch diese Garantie bestellen Sie wieder bei Ihrer Hausbank. Gut, aber was sind jetzt die Kosten, wenn jetzt ein KMU so eine Anzahlungsgarantie oder eine Erfüllungsgarantie in Anspruch nimmt? Das ist ganz abhängig davon, wie Sie Ihre Kreditlimite von der Hausbank bekommen. Nämlich entweder gegen Sicherheiten oder ohne Sicherheiten blanko. Wenn Sie eine Garantie oder wenn Sie eine Kreditlimite
Mietsicherheiten haben, dann kann man mit 0,2% im Quartal rechnen. Ohne Sicherheit ist man dann bei 0,4% der Garantiesumme pro Quartal. Der Mindestbetrag ist bei beiden Fällen bei 50 Franken und wird dementsprechend so dann verrechnet. Besonders fatal für ein KMU ist es, wenn die Gegenpartei die Rechnungen nicht zahlen, den Auftrag nicht zahlen, kann man jetzt analog zu den anderen Dienstleistungen auch eine Zahlungsgarantie verlangen oder leisten? Ja, gerade im Auslandgeschäft ist das ein Klassiker. Dort tun sie sich als Verkäufer absichern, dass sie das Geld zum vereinbarten Termin auch überkommen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Garantie gerade auf die erste Aufforderung hin kann gezogen werden, unabhängig vom Grundgeschäft. Klassiker ist dabei, zuerst wird zahlt, nachher wird geklagt, wenn sie zum Beispiel eine mangelhafte Lieferung haben und den Käufer nicht gerade das ganze Geld dort überweisen. Danke vielmals für die Tipps, Thomas Bodermann. So viel von heute vom Geldspezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU aus der Ostschweiz Tipps geben, wie sie ihren Betrieb sicher und noch erfolgreicher machen können. Wir haben gesehen, Sicherheiten sind im Geschäftsalltag wichtig. Dank Garantien können sich Geschäftspartner gegenseitig absichern. Totale Sicherheit gibt es allerdings nicht. Das unternehmerische Risiko bleibt und ist ein Teil der Freiheiten, die man als Selbstständiger tragen muss. Einen schönen Abend, bis bald.